Ja, Hallihallöchen, da sind wir auch wieder bei Mass Effect 3. Ja, wir sind jetzt hier bei den Diplomatenschiffen. Commander, die salarianische Dalatras und der kroganische Clanführer möchten an Bord kommen. Na, super. Bringen Sie sie in den Konferenzraum. Das kann ja nur heiter werden. Hoffentlich löst das nicht noch einen Krieg aus. Der Kroganer ist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Der Kroganer hat einen Namen. Earthnot Rex. Und ich bin kein Schrottplatz, Varen, den man loshetzt, wenn man Ärger hat. Ich habe meine eigenen Probleme. Reaper-Kundschafter sind auf Tuchanka gelandet. Warum sollten mich aussterbende Turianer interessieren? Das Ausdehnen der Verhandlung wird Ihnen nichts bringen, Rex. Ich habe keine Zeit dafür. Sagen Sie uns, was Sie wollen. Ich sag Ihnen, was ich brauche. Ein Heilmittel für die Genophage. Auf keinen Fall. Die Genophage steht nicht zur Disposition. Die Kroganer haben für ihre Fehler bezahlt. Die Genophage wirkt nun schon lange genug. 1476 Jahre, um genau zu sein. Das waren 1000 Jahre Frieden ohne diese Grobiane. Es reicht. Ob sie ein Heilmittel verdienen oder nicht, ist akademisch. Es würde Jahre dauern, eins herzustellen. Da habe ich andere Informationen. Ein salarianischer Wissenschaftler, Malen, entwickelte ein Gewissen. Er hat bei uns ein Heilmittel an unseren Frauen getestet. Ja, seine Methoden waren barbarisch. Aber Sie wissen nicht, dass einige andere Frauen seine Experimente überlebt haben. Also hat die Dalatras ein Team geschickt, um aufzuräumen und die Frauen zu inhaftieren. Wo haben Sie das her? Das könnte inszeniert sein. Beleidigen Sie mich nicht, das sind meine Leute. Sie sind immun gegen die Genophage und Sie werden sie zurückgeben. Dalatras, ist das wahr? Was würde die Heilung der Genophage meinen Leuten nützen? Wie lange können Sie alleine gegen die Reaper bestehen? Denn wenn Sie nicht helfen, wird es so enden. Und ich bin der letzte freundliche Turianer, den Sie jemals sehen werden. Wie ist Ihre Entscheidung? Die Frauen befinden sich in einer STG-Basis auf Surkesh. Doch ich warne Sie, die Konsequenzen Ihres Handelns werden uns noch jahrhundertelang verfolgen. Los, holen wir sie! Sie setzen keinen Fuß auf Surkesh. Das erfordert Zeit. Jetzt sofort. Shepard wird den Austausch als Ratspekter beaufsichtigen. Aufbruch. Ich werde das nicht vergessen, Commander. Tyrannen haben in der Not nur wenige Freunde. Ja, ja. Also ehrlich, die Galaxie geht vor die Hunde und die haben immer noch solche Problemchen, also... Na ja. Da steckt man halt nicht drin. Aber ich glaube, die Striker sollte ich vielleicht doch mal austauschen. Gucken, was nehme ich denn stattdessen? Ach, immer diese Auswahl. Probieren wir mal die Valkyrie. Wir sind unterwegs zur Heimatwelt der Salarianer. Man ist hier keine Kroganer gewöhnt, also machen wir es kurz. Wir landen, holen die Frauen und hauen ab, bevor sich jemand anders überlegt. Ich glaube denen immer noch kein Wort. Lassen Sie uns diplomatisch sein, Rex. Sie bekommen schon, was Sie wollen. Diese Frauen sind die beste und wahrscheinlich letzte Chance für mein Volk. Wir bringen sie nach Hause, Rex. Sie haben auf diesen Tag lange genug gewartet. Ein ganzes Leben.
Ich weiß die Unterstützung zu schätzen, Garrus. Ich dachte schon, sie wären auf ihrem Thron weich geworden und hätten vergessen, wie man eine Waffe hält. Dann wäre er nicht König, oder? Wer ist das? Ein Poteaner. Manchmal frage ich mich, ob die Normandie ein Kriegsschiff ist oder eine Freakshow. Aber wenn er eine Waffe halten kann... Commander, die Sensoren haben die salarianische Basis erfasst. Gehen wir runter. Commander, die salarianische Bodenkontrolle meint, wir hätten keine Landeerlaubnis. Die Dalatras hat das persönlich autorisiert. Ich wusste, dass sie ihr Wort nicht halten würden. Die soll mal einen kroganischen Abwurf verhindern. Oh oh. Rex! Wir haben eine nicht genehmigte Landung. Und wer hat Ihnen genehmigt, meine Spezies als Geisel zu halten? Oh. Rex, sei friedlich. Halt! Aufhören! Nicht schießen! Commander Shepard, bremsen Sie Ihren Kollegen. Wir haben gerade eben erst von diesem Transfer erfahren. Ich möchte keinen diplomatischen Zwischenfall. Genau. Sie haben nur was, was für Rex wertvoll ist. So wertvoll, dass ich dafür sterben würde. Wir können die Sache klären, aber ich muss darauf bestehen, dass er unter Bewachung bleibt. Ich krieg das schon hin, Rex. Wenn es nicht klappt, sind alle Abmachungen gestorben. Oh Mann, oh Mann. Rex hat ihn nicht verändert. Commander. Jeder denkt nur an den Krieg. Und unsere Leute sind extrem nervös. Ich glaube, das Vieh kennen wir auch. Vorsicht! Achten Sie auf den Eindämmungsschild! Da werden Erinnerungen wach. In meinem Zyklus waren sie viel kleiner. Wie Sie sehen, gibt es in dieser Basis heikle Informationen. Auch das Studium verschwundener Kroganerinnen? Den Frauen ging es gar nicht gut, als wir sie auf T'Chanka gefunden haben. Sie wurden hergebracht, um sie zu stabilisieren. Dieser ganze Planet stinkt. Boah. Ich würde sie gern sehen. Ich muss Ihnen nur eine Freigabe für die unteren Ebenen besorgen. Geben Sie mir kurz Zeit, wir treffen uns dann beim Fahrstuhl. Oh Mann, das kann was werden. Von hier kommen also alle Salarianer. Shepard, mir gefällt das nicht. Ich sollte derjenige sein, der reingeht. Wie wär's, wenn Sie hier bleiben und wir nur einen Krieg auf einmal austragen? Das war doch nur ein bisschen kroganische heiße Luft. Im Ernstfall wären Sie jetzt tot. Leere Drohungen sind sinnlos. Wenn der Krieg vorbei ist, könnten Sie auf T'Chanka leben. Wir würden dazu passen. Na, wie nett. Wer hat Ihnen von den Frauen hier erzählt? Tut mir leid, Shepard, aber Sie hören jedes Wort mit, das wir sagen. Ich esse Salarianer lieber, am liebsten roh. Er hat recht. Bei uns war es eine Delikatesse. Okay, zu viel Information. Sie haben auf der Normandie gesagt, dass Reaper auf T'Chanka gesichtet wurden? Die Clans Jorgel und Revenor haben einige Landetrupps gesehen. Die Reaper haben etwas vor. T'Chanka mag ein Haufen radioaktiver Schrott sein, aber es ist unser Haufen. Und wir werden bis zum letzten Kroganer dafür kämpfen. Radioaktiv? Garrus, warum muss ich mich mit dem einzigen Turianer der Galaxie anfreunden, der sich für witzig hält? Und von mir wird erwartet, dass ich Kroganer hasse. Und dann kommen Sie daher und erwärmen mein Herz mit Ihrer gewinnenden Persönlichkeit. Mich könnte ein paar Salarianer von einer Klippe stürzen, wenn Sie sich dann besser fühlen. War schön, mal wieder mit Ihnen zu reden, Rex. Noch schöner wird's, wenn wir Salarianer zum Mittagessen kriegen. Oh Mann, die Jungs tun mir irgendwie leid. Commander Shepard, Major Kirahi. Ich hatte schon gehört, dass Sie kommen würden. Schön, Sie wiederzusehen. Sie wurden befördert. Ja, und daran ist unsere Mission auf Wurmmeier nicht ganz unschuldig. Stellung halten. Sie haben an jedem Tag meine Männer gerettet. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen, Major. Garrus Vakarian, wie immer eine Freude. Die Reaper schaffen es immer wieder, uns zusammenzubringen.
Schön, Sie zu sehen, Major. Ebenso. Und Commander? Ganz egal, was die Politiker beschließen, Sie können bei der Rückeroberung der Erde auf meine Unterstützung zählen. Oh, wie nett. Betrachten Sie es als meine Art, mich zu revanchieren. Es wäre mir eine Ehre, wieder an Ihrer Seite zu kämpfen. Guten Tag. Schön, dass wir schon mal einen Verbündeten hier haben. Hier ist Forschungsleiter Wicks. Ich gewähre Besuchern Zugang zur unteren Ebene. Nehmen Sie jetzt den Fahrstuhl nach unten. Dort wird Sie jemand... Oh oh. Nee, Gerus ist ausnahmsweise unschuldig. Was ist hier los? Sensoren zeigen Aktivität auf dem Gelände. Rasch, Commander. Jemand wird Sie unten erwarten. Alright, dann. Alle Exemplare korrekt erfasst, Sir. Shepard, ausgezeichnetes Timing. Schön, dass Sie da sind. Mordin! Sehkraft nach wie vor einwandfrei. Überraschung verständlich. Hatte nicht damit gerechnet, wieder zu arbeiten. Sind Sie wieder bei der STG? Sonderberater. Wer könnte das sonst sein? Jemand anders hätte alles falsch gemacht. Habe Kroganerinnen geholfen. Dem Erdnot-Clan Informationen übermittelt, politischen Druck zwecks Befreiung der Frauen gemacht. Dann sind Sie Rex Insider-Quelle. Ja, erkläre alles später. Sicherheitswarnungen, nicht normal. Müssen zum Schutz der Kroganerin Planeten verlassen. Immunsystem der Frauen geschwächt. Nebenwirkung von Malens Heilmittel. Haben nicht überlebt. Sie haben sicher Ihr Bestes getan, Mordin. Kam zu spät. Jetzt keine Verzögerung mehr. Eine Überlebende. Immun gegen Genophage. Kann Heilmittel aus ihrem Gewebe synthetisieren. Sie ist noch hier? Ja. Letzte Hoffnung für Heilmittel. Falls sie stirbt, Genophage Heilmittel. Problematisch. Bitte vorsichtig sein. Organa sind sehr misstrauisch. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Sind Sie hier, um mich zu töten? Das hätte keinen taktischen Nutzen. Erdnot Rex und ich sind hier, um Sie nach Hause zu bringen. Weshalb? Was bin ich für Sie? Sie sind die Zukunft der kroganischen Spezies und dafür kämpfe ich. Dann haben Sie hoffentlich eine Armee dabei. Alarm! Nicht identifizierte Schiffe in unserem Luftraum. Aktueller Statusbericht. Kommunikation nach draußen unmöglich. Wir sind abgeschnitten. Alle Daten sofort extern sichern. Was ist los? Wir haben mehrere Schiffe im Anflug. Shepard, hier Rex. Cerberus-Truppen greifen die Basis an. Holen Sie sofort die Frauen daraus. Es hat nur eine überlebt, Rex. Hier unten ist es vielleicht sicherer. Was? Damit die Salarianer sie umbringen können, genau wie die anderen? Kein Deal. Wenn Sie das Bündnis wollen, schaffen Sie sie da raus. Na toll. Lassen Sie die Frau frei. Wir gehen. Das geht nicht. Während einer Abregelung darf laut Protokoll kein Exemplar... Yeah! Oh. Einspruch. Vermerkt. Jetzt bitte Freilassung der Kroganerin. Muss Tank überwachen, während der Quarantäneprozess durchläuft. Treffen beim nächsten Kontrollpunkt, Shepard. Cerberus ist wahrscheinlich gegen genophage Heilmittel. Sie sehen Tuchanka wieder. Versprochen. Zum Fahrstuhl, Shepard. Alrighty then. Irgendwas stimmt nicht mit dem Aufzug. Er reagiert nicht. Das war ja klar. Versuchen Sie es jetzt, Commander. Logbuch Modern Solus 162,3. Station dank STG-Verbindungen gesichert. Autonomie in Sachen kroganische Testobjekte erlangt. Oh, Scheiße! Weg! Alright. Gibt es
es noch einen anderen Ausgang? Auf der anderen Seite des Labors, ein Notausgang. Ich kann ihn von... Alrighty then. Shepard, Cerberus-Truppen versuchen, die Frau zu finden. Quarantäne-Kontrollpunkt wird angegriffen. Alright, alright. Ich komm ja schon. Shepard, hier ist Rex. Ich hab das Shuttle genommen. Tun Sie alles, was nötig ist und bringen Sie die Frau rauf zum Landeplatz. Alright. Feindbeschuss in Position Teil 6-4. Ah, das sind die Salarianer. Die sollte ich lieber nicht beschießen. Das könnten die einen übel nehmen. Ah. Und sich haut die Valkyrie nicht so schlecht rein. Noch mehr Feinde! Sie dürfen nicht im Labor in Deckung gehen! Die Frau wird gegen so viel Feuerkram nicht lange durchhalten. Shepard, Cerberus in der Nähe! Beeilung! Wir sind unterwegs! Oh! Vorsicht, das ist der nächste Shadow Broker. Ich schwöre, dass er die ganze Zeit zu Sony gemurmelt hat. Na, das bezweifle ich doch ein bisschen, aber. Naja, wenn ich jetzt Liara dabei gehabt hätte, hätte sie gesagt, das ist nicht witzig. Shepard, Cerberus-Truppen am Kontrollpunkt. Versuchen, Organe zu töten. Unterstützung erforderlich. Ich stehe unter. Beschuss. Oh. Wir müssen eingreifen. Ja, die Valkyrie haut gut rein, Alter. Ja. Okay, sehr spitze Geschosse. Oha. Schnell, Shepard. Techniker tot. Bringen Sie uns durch den Kontrollpunkt. Die Valkyrie ist echt geil. Ich kann zwar nur ein paar Schüsse gleichzeitig abgeben, aber hey. Eindämmungsschild hält. Aussage zum Zustand der Kroganerin nicht möglich. Mir geht's gut, Commander. Frauen wurden versteckt. Möglicher Maulwurf bei STG. Könnte indoktriniert sein. Kommt Bündnis Krogana-Turianer nicht zustande, fordert niemand die Reaper heraus. Wir fordern sie nicht nur heraus. Shepard, Treffen am nächsten Kontrollpunkt. Ziel von Cerberus wahrscheinlich... Oh, nee, jetzt. Mensch, Mordin, pass bloß auf, Mann. Schnell! Nächster Kontrollpunkt! Oh, lecker. Wo ist Team Minerva? Shepard, nun machen Sie schon! Ich versuche, Ihr Feuer auf mich zu lenken! Mhm. Da bin ich Ihnen noch sehr dankbar! Sicherheitssysteme beschädigt. Versuche Reparatur! Durchhalten! Wir versuchen, zu Ihnen zu kommen, Mordin. Das war's. Cerberus meint es wirklich ernst. Ach, echt? Das Ende eines Zyklus bedeutet immer den Beginn des Chaos. Commander, zurück! Feind am Ende der Halle! Das kriegen wir schon hin. Einen einfacheren Weg? Könnte man sagen. Lassen Sie sich nicht erschießen. Warum habe ich sowas nicht? Los, Commander! Ich gebe Ihnen Deckung! Oh, ihr getroffen! Sie haben Befehl, die Stellung zu halten. Ja, den kennen wir schon. Verdammt, Techniker, ne? Mann, komm.
Die Valkyrie hat gute Präzision.